So, an der Stelle willkommen zu einer neuen Aufnahme. Und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Let's Play Eismonix. Danke fürs Zusehen, das war's und Tschüssikowski. Nee, Spaß. Also, willkommen zu Folge 101 zu Let's Play Eisenbahn X. Und zwar hat es die Folge 101 schon mal gegeben. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gesehen. Ich mache die aber jetzt nochmal neu und jetzt geht es auch um ein anderes Thema. Ja, also willkommen zu Folge 101 zu Let's Play IP. Und gleich mal vorweg, wie man sieht, unschwer erkennen kann, befinden wir uns auf der Anlage in Berlin. Ich habe im Forum sowie in der Facebook-Gruppe EEP-Gemeinde eine Umfrage gestartet, ob ich doch mal ein paar Folgen im Let's Play in Berlin bauen soll. Und das mache ich jetzt auch dementsprechend, bis ich meinen PC habe. Weil erstens auch die Let's Play-Anlage an sich total schlecht läuft bei mir. Keine Ahnung, wieso Berlin läuft wesentlich besser. Ja, das zur Ansprache. Wer Berlin nicht kennt, ich kann es euch ganz kurz zeigen. Hier haben wir den Tiefbahnhof, hier den oberen Bahnhof, hier war gerade ein kleiner Leck und hier den Schattenbahnhof. Über ausführlicheres empfehle ich mein Video Let's Show EEP Teil 2 zu Berlin Hauptbahnhof. Genau, ja, es ist Zeit für Gleis 2 die Fahrpläne zu machen. Für Gleis 1 läuft ja hier schon der Zugbetrieb und jetzt das Ganze auch für Gleis 2. Ich habe dazu schon mal die ganzen Zielanzeigen gesetzt und die Tauschtexturen für Gleis Nummer 2 erstellt. So, jetzt weiß ich nicht mehr ganz bei welcher Uhrzeit ich lag. Ich weiß nicht, ob ich bei 13 Uhr war jetzt oder am Nachmittag. Ich schaue jetzt einfach mal. Und es war bei 8 Uhr. Okay. Also müssen wir jetzt praktisch hier die Fahrpläne für 8 Uhr herausfinden, müssen dann die Zugzielanzeige erstellen. So, da mein Internet nicht funktioniert heute irgendwie ganz Tag nicht richtig, keine Ahnung. Das ist auch der Grund, wieso jetzt so lange keine Folge gekommen ist. Muss ich das hier extern machen. Ich hoffe, das Programm funktioniert so. Wenn nicht, wäre das schlecht, aber soweit ich gehört habe, funktioniert das auch offline. Von dem her wäre das nicht schlecht. So, es geht also um den Fahrplan 2014. Ich weiß leider nicht mehr, an welchem Tag das war. Das ist jetzt dementsprechend schlecht. da muss ich mal kurz nachschauen, dass die Tage hier zusammenstimmen, was ich hier drin hatte. Anzeige 1 mache ich jetzt einfach mal hier hin, dass wir eine kleine Vorlage haben. Müssen wir mal Anzeige 4 ausblenden in der Zeit. So, 8.04 Uhr haben wir hier. Gut. Ja, zur Ansprache des Videos. Ich begrüße euch damit in den letzten Folgen, muss ich leider sagen, zu EP. Nein, nicht zu EP, zu Eisenbahn X. Besser gesagt auch zu EEP 10. Und zwar genau aus diesem Grund, da ich das funktioniert nicht hier, weil ich hier auch ein Ziel eingeben muss. Das ist nicht gut, also können wir das hier nicht verwenden. Toll. Okay, dann müssen wir uns anderweitig beschäftigen hier auf der Anlage. Das Problem ist, es gibt kein Problem, was rede ich jetzt die ganze Zeit hier. Es ist so, es kommt ja bald EP11 und dann bauen wir in der 11 weiter, ob Folge 106 oder so, da wird es dann auch ein Vorstellungsvideo dazu geben. Und darum die letzten Folgen von Eisenbahn X, also ganz logisch erklärt. So, ja, was können wir jetzt machen? Dann würde ich sagen, setzen wir mal hier in der Zwischenzeit die Anzeigen für Gleis 3 schon mal. Da erstellen wir dann also eine Tauschtextur dafür, damit wir hier die Gleisnummer haben. Und ich muss mal... So, ich muss nur kurz mal schauen, ob er richtig aufnimmt. Weil immer wenn ich so eine Meldung zum Bestätigen bekomme, tut er das oft nicht. Von dem her, egal. So, also wir erstellen eine neue Anzeige, löschen hier alles raus, soweit das Ganze geht. Und dann schreiben wir hier eine Gleis Nummer 3 rein.
aktualisieren uns den Text und speichern das Ganze unter G3. So, das Ganze auch für die Rückseite. Text aktualisieren, Bild speichern. G3. So, dann tragen wir erstmal hier das vorläufig ein. Stellt also schon mal die Vorlage für das Gleis 3. Ja, eigentlich wollte ich, wie gesagt, jetzt anfangen für Gleis 2 die Fahrpläne zu machen. Das müssen wir aber dann in den nächsten Folgen machen, da mein Internet heute alle 2 Minuten ausfällt und ich dann im Internet mit Fahrpläne suchen nicht gerade viel Glück haben werde. Von dem her ist es nicht so gut und ich will mir das jetzt nicht antun. Ich bin auch, ich glaube, geschätzt 20 Mal aus dem Teamspeak die ganze Zeit rausgeflogen. Von dem her ist das alles ein bisschen schlecht. Genau. So, dann haben wir das hier gespeichert und dann können wir das auch wieder schließen. Und dann setzen wir hier jetzt die Zielanzeigen für Gleis 3. So, die finden wir unter Immobilien und ZZA. So, die hier. Brauchen wir jetzt die Dreier für Gleis 3. Dann gehen wir gleich mal auf Eigenschaften und laden uns gleich hier die Tauschtextur rein. Jetzt muss ich nur wieder schauen, wo. Das war Desktop, alle Ordner. Eisenbahnechse. Badum. Zielanzeigen. PNG. Nein. JPG. Nein. Ja. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr gemacht, wie man vielleicht merkt. Das war's nicht. Da hier Tauschtexturen, ich bin auch blöd. Tief, habe ich die unter Tief gespeichert? Nein. Doch, so, hier Gleis 3. Leicht umständlich, aber okay. So, und dann setzen wir uns hier mal die 4 Anzeigen. Hier haben wir also die erste. Dann fliegen wir hier ein bisschen rum. Hier die zweite. Hui, bisschen lustig sich hier zu bewegen. Hier die dritte. Und hier hinten die vierte. So, jetzt müssen wir schauen, dass die auf gleicher Höhe liegen. Also auf Höhe haben wir 0,3 die ganze Zeit. Dann 311 und so und so und so. So. Dann müssen wir schauen, dass wir die jetzt auf eine eigene Höhe anpassen. Auf eine eigene Breite, besser gesagt. Also, dass das hier so mittig ist. So, und dann geben wir das hier wieder ein. Und dann passt es auch. Dann können wir jetzt die Stäbe hier hochfahren, die Dachhalter. Und ich schaue dann in der nächsten Folge, dass wir den Fahrplan beginnen können, weil so ist das ein bisschen blöd. Weil ich sonst nichts zu tun habe. Übrigens, ja, wie ich das mit dem Bahnhofsgebäude mache, bin ich schon öfters gefragt worden. Kann ich jetzt hier mal so im Let's Play auch sagen. Entweder ich zimmere es mir selbst aus lauter EEP-Modellen und Hallen und so weiter zusammen. Oder ich setze mich ran und baue das Modell selbst. Wobei es dann mit Veröffentlichung vielleicht ein bisschen schwierig wird, ein eigenes Modell mitzuliefern. Wenn die Anlage gerade Freeware rauskommt eventuell, dann wird das ein bisschen schwierig. Das müssen wir einfach mal abwarten und schauen dann. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir noch ein Jahr. Von dem her ist das alles nicht so schlimm. So, wo ist jetzt die Anzeige hin? Weg. Das ist nichts gut. Ich brauche jetzt hier die. Diesen Wert. Den gehen wir ein, dann haben wir hier 0,30 und dann können wir die Stäbe schon mal hochfahren. Ist jetzt wie gesagt nicht gerade spannend hier. Und ja, ich wollte jetzt wie gesagt hier mal ein bisschen an Berlin bauen in den nächsten Folgen, bis ich jetzt nach Weihnachten PC habe, weil mich die Let's Play Anlage so ein bisschen nervt, muss ich sagen. Die läuft einfach irgendwie nicht mit am PC und keine Ahnung. Ich habe im Let's Show gesehen, dass Berlin wesentlich besser mitgespielt hat. Ich hoffe, das tut sie jetzt auch im Let's Play. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt. Ja, das werdet ihr ja jetzt sehen.
Und genau. So. Dann stellen wir hier das ein und das und das und das. 03. Ich habe jetzt übrigens auch wieder Musik im Hintergrund laufen, dass es nicht ganz so langweilig wird. Es ist zwar meist immer die gleiche. Die wechselt sich aber schön ab, meiner Meinung nach. Die gleiche Musik wechselt sich ab, ja, ist klar. Ja, ja. So ist es, ne? Ja, gesprächig bin ich heute nicht. Über EP11 kann ich vielleicht ein bisschen reden. Ich habe es also vorbestellt. Ich werde ein Vorstellungsvideo davon erwarten, entweder in einer Let's Play Folge oder in einem extra Video. Und dann werden wir auch in der 11 weiterbauen. Ich denke mal so ab 1. Dezember bauen wir dann im Let's Play regelmäßig in 11. Und des Weiteren, ja, was ist neu? Beladefunktion, Plugin 1 und 2 sind enthalten, lauter so kleine Neuerungen wie die Ansichten hier. Kann man jetzt vielfältiger wählen, die Modelle findet man besser, sind besser sortiert und so weiter, lauter so kleine Neuerungen. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe das Bonus Dingsbums da gekauft, bestellt. Toll, jetzt habe ich den Weg kopiert, ist ganz toll. Bonus Dingsbums da bestellt im Trendshop, da bekommt man die 20 Euro Bonusmaterial dazu. Und ja, wenn man es geschenkt bekommt, ganz okay. Was ich jetzt auch mal gut finde, dass man, wenn man Plugin 1 hatte, 10 Euro Rabatt bekommt und Plugin 2 nochmal 10 Euro. Und nicht immer hau drauf und her mit dem Geld. So wie es bis jetzt immer war, müssen wir mal schauen, ob das bleibt. Also ich habe jetzt nur Plugin 1, ich zahle dann praktisch 39 Euro und nicht 49. Und das ist doch auch ganz schön, ne? So, dann haben wir hier jetzt den Dachhalter 1, dann brauchen wir Dachhalter 2. Und ja, wieso kam jetzt so lange nichts? Erstens aus dem Grund, mein Internet und so funktioniert nicht mehr richtig momentan. Und anderer Grund, ich wollte noch Folge 100 einfach eine Lücke lassen. Des Weiteren habe ich die Zielanzeigen jetzt hier alle falsch. Dann drehen wir die mal um 180 Grad, nicht in der J-Achse, Z ist das. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, ich mit meinem Alzheimer. So, sich hier unten zu bewegen ist teilweise schon sehr schwierig, aber es muss gehen so. Und ich probiere jetzt den Tiefbahnhof so weit wie es geht fertig zu bekommen mit kompletten Zugbetrieb und so weiter. Dann mache ich wieder ein Let's Show. Auch die Oberleitung soll jetzt hier demnächst noch reinkommen. Schauen wir mal. Und so, dann klappt man hier schon mal die ganzen Anzeigen aus, wie man sieht. 180 Grad. Die ganzen Anzeigen drin. Und dann haben wir hier schon 3 Anzeigen. Ja, noch so ein Grund, wieso eine Weile nichts kam. Ich hatte ja Folge 101 schon mal gemacht, die hat mir aber überhaupt nicht gefallen und so weiter und so fort. Darum hatte ich die wieder gelöscht. Die haben 97 oder 90 Leute ungefähr angeklickt und dann hatte ich sie rausgeschmissen nach ein paar Stunden. Von der Stelle, das ist jetzt eine neue Folge 101, könnte man merken. Vielleicht aber auch nicht. Ja, okay. Das war's dann auch schon mit dieser kürzeren Folge. Ich kann jetzt nicht mehr tun als lauter Zielanzeigen hier setzen, was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Ich verlinke euch das Let's Show, einfach den Part in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Auch einen Kommentar schreiben, falls Wünsche sind, Kritik oder sonst was, einfach alles in die Kommentare. Könnt mir auch gerne reinschreiben, ob ihr euch EP11 kauft oder nicht und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns in Folge 102. Ich hoffe, da können wir dann mit dem Fahrplan und so ein bisschen mehr machen. Und ja, an der Stelle dann habe ich erst 10 Minuten aufgenommen, aber es hilft jetzt alles nichts. Ich kann euch ja Berlin noch mal kurz zeigen, also was wir dann machen werden in den nächsten Folgen. Irgendwie liegt sie ja immer, wenn ich die eine Ansicht wähle, keine Ahnung wieso. So, auf jeden Fall haben wir hier den Schattenbahnhof. Die 3 Gleise, momentan sind es noch 4, da muss ich jetzt mal die 3 rausschmeißen, das können wir noch machen.
die drei Schmauen, die eine Reihe, weil ich ja nur drei Züge in der Stunde fahren lassen will und nicht vier. Das habe ich erst später gemerkt, aber ich brauche, also die Zielanzeigen haben ja, können vier Anzeigen anzeigen, aber ich brauche ja eine Anzeige reserviert für die Gleisnummer. Das ist so ein kleines Problem, von dem her mache ich doch nur drei, dass die Zielanzeigen auch immer schön mitschalten, weil sonst hätte ich darauf verzichten müssen. Und das wollen wir doch alle nicht. Von dem her lieber so. Ja, und wenn man dann später rechnet, auch Gleise, drei Züge im Tiefbahnhof jetzt alleine. Im oberen Bahnhof denke ich, wird es auch darauf hinlaufen, außer die S-Bahn, die wird ein bisschen anders werden. Und wenn man sich das so denkt, das sind 8 mal 3 Züge, 18, 24 Züge in der Stunde. Wenn das nicht genug ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist jetzt nur für den Tiefbahnhof, für den oberen Bahnhof kommt ja noch extra was dazu. Und das dürfte dann auch ausreichen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, in echt ist es ja auch nicht viel mehr, also es kommt schon an die Realität hin. Ich baue ja noch einen echten Fahrplan. Von dem her ist es schon okay so. So, jetzt setzen wir hier noch die eine Weiche, dann können wir auch gleich mal die Fahrstraßen noch erstellen. Für diese Schattenbahnfahrten. Ich denke mal, die Gleise gehen auch in die gleiche Richtung dann. So, minus 10. Genau, dann gehen wir mal kurz hier Steuerstrecken. Anfang und dreimal Ende braucht man. Aber in die andere Richtung gedreht, wäre mir lieb. Ja, ist jetzt wieder ganz toll, dass die alle in die falsche Richtung zeigen. Das ist nix gut. Dann drehen wir die Gleise hier einfach mal alle um die drei. So, nein, hier nehmen wir Ende. Na. Ende und nochmal Ende. Und dann können wir die drei Gleise hier hinten auch wieder zusammenlaufen lassen. Das machen wir auch mal. Und zwar einmal so. Und dann bauen wir hier eine Weiche ran. Das muss jetzt nicht einheitlich aussehen, das ist ja im Tief im Schattenbahnhof, von dem her ist mir das ziemlich egal, wie es ausschaut. Genau. So, dann einmal haben wir es hier angeschlossen, dann einmal Gleislücke schließen auch hier. Und eine Gleislücke schließen noch eins weiter unten. Und dann haben wir hier auch den Ausgang der Strecke. So, 40 dürfte reichen. Und dann können wir hier gleich auch die virtuelle Verbindung noch machen. Mein Stuhl knackst heute ein bisschen. Ich bin heute mal am Schreibtisch beim Aufnehmen. nee, das können wir jetzt hier noch nicht machen. Ich muss hier noch ein paar Gleise ran machen. So, jetzt können wir es machen. Und zwar bearbeiten, virtuelle Gleislücke schließen. Und dann bauen wir das Ganze hier an. Genauso auf den anderen zwei Seiten. Einmal hier. Und einmal irgendwo hier unten im Bahnhof. Weichen gibt es also im Tiefbahnhof nicht, wie man sieht. Ich habe früher mal überlegt, die Tunnel alle zu bauen. Das hatte ich auch hier hinten versucht. Das hat aber dann doch nicht so funktioniert mit den Weichen und so in den Tunneln, wie ich das wollte. Von dem her habe ich das doch nicht gemacht und sein lassen. So, das genügt aber, würde ich sagen, für diese Folge von Let's Play EEP, Folge 101. Wir sehen uns in Folge 102 wieder, wenn es wieder heißt Let's Play EEP. Und ja, die letzten Folgen also von Eisenbahn X, dann sehen wir uns in EEP 11 und dummes Geschwafel und blöb. Danke fürs Zusehen und tschüssikowski, euer das Stoiber.